Im Jahr 2010 veröffentlichten die Entwickler die erste Version von Minecraft Hardcore. Seitdem haben die Spieler jede Regel von Hardcore gebrochen, indem sie Totems verwendet, automatisierte Farmen gebaut und sogar Glitches ausgenutzt haben. Es gibt nur eine Regel, die von Anfang an gleich geblieben ist. Wenn du stirbst, wirst du nie wiederbelebt. Aber was wäre, wenn jemand dieses Gesetz brechen würde? Das ist der Mythos von Player 13. Und an der Stelle erstmal vielen Dank an Opera GX, die das Video unterstützen. Denn wir benutzen jetzt den neuen Gaming-Browser Opera GX. Der ist extra für uns richtige Gamer und hat sogar KI für die Hausaufgaben mit an Bord. Ja, wirklich, für eure Hausaufgaben. Die gehen damit nämlich viel schneller und es bleibt mehr Zeit zum Zocken. Außerdem habt ihr Spotify und Twitch direkt integriert und ihr könnt jederzeit sehen, wer von euren Lieblingsstreamern live ist. Doch das ist noch nicht alles. Normale Browser sind so langweilig. Opera GX kann mit krassen Mods erweitert werden und es gibt einen Store, wo man Mods zu verschiedenen Games wie zum Beispiel Cyberpunk bekommt. Opera GX hat mega krasse Sounds beim Tippen oder wenn du Tabs öffnest und schließt. Allgemein sieht der Browser einfach viel geiler aus als alle, die wir bisher gesehen haben. Wir können dem ganzen Browser sogar einen Bobby und Max Stil verpassen, indem wir ein Hintergrundbild einfügen und die Farben anpassen. Opera GX ist komplett kostenlos und du kannst automatisch alle Einstellungen von deinem alten Browser mit ein paar Klicks in Opera GX reinladen. Außerdem gibt's den Browser auch für Smartphone. Und wenn ihr noch kein eigenes Smartphone habt, könnt ihr so trotzdem einen eigenen sicheren Browser auf dem Smartphone von euren Eltern haben. Also ladet euch jetzt kostenlos Opera GX runter. Klickt dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Was du hier siehst, sind die ersten Aufnahmen, die jemals im Minecraft Hardcore-Modus gemacht und ins Internet hochgeladen wurden. Und das ist nicht mal YouTube, das ist irgendeine Seite, die Spieler noch vor YouTube benutzt haben. Und die Aufnahmen, die wir hier sehen, wurden alle von diesem Spieler hochgeladen, MillardB4K3RZ. Dieser Spieler gründete mit seinen Freunden einen Hardcore-Server, um diesen Spielmodus zu testen. Das war im Jahr 2011. Seine Videos gehören zu den ersten Let's Plays und dem ersten Minecraft Hardcore-Let's Play. Werfen wir also einen Blick auf eines dieser Videos. Und wie du sehen kannst, haben sie gemeinsam Spaß im Hardcore-Modus. Aber es läuft nicht alles nach Plan und es passiert etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Da, im Chat, kannst du das sehen? Player 13 joined the game. Das ist das erste Mal, dass dieser mysteriöse User im Spiel gesichtet wird. Und er fragt im Chat, ob er mit Millard und seinen Freunden spielen kann. Selbst die anderen Spieler sind verwirrt, wer oder was dieser Player 13 ist. Denn es scheint niemand zu sein, den sie kennen oder jemand, der dem Server beitreten sollte. Wie konnte er also die IP des Servers herausfinden? Und wie konnte er dem Server beitreten, wenn es eine Whitelist gibt? Warum chattet er mit ihnen, wenn alle anderen miteinander reden? Er schreibt Follow. Millard und seine Freunde sollen Player 13 folgen. Anscheinend vertrauen sie ihm also doch. Und das Video ist zu Ende. Aber es gibt noch viele andere Videos hier. We Need Diamonds, Traveling the Nether. Und dann noch das Video hier, Deep Cave. Schauen wir uns mal an, was er in den tiefen Höhlen aufgenommen hat. Okay, wir sehen Millard, wie er mit seinen Freunden in den Höhlen herumläuft. Und es sieht so aus, als würden sie dort nach Rohstoffen farmen. Und dort ist auch dieser Player 13. In diesem Video scheint er ganz normal mit Millard und den anderen zu spielen. Vielleicht ist er ein bisschen seltsam, aber er tut ja keinem was. Ist er also doch friedlich? Ich habe mir noch ein paar weitere dieser kurzen Videos angesehen und es scheint, als würden sie einfach nur spielen und Spaß mit Player 13 haben, ohne dass etwas Ungewöhnliches dabei passiert. Aber dann bin ich auf dieses Video hier gestoßen. Es heißt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und es ist das letzte Video, das Millard hochgeladen hat. Ihr müsst es euch ansehen, Leute. Das ist der erste Hinweis darauf, dass hier etwas nicht stimmt. Es wird langsam wirklich merkwürdig. Zuerst scheint nämlich alles normal zu sein. Aber seht euch mal an, was sie tun. Halten wir das Video mal an. Alle Spieler sind vorne und bringen die Mobs um, während Player 13 im Hintergrund steht und nicht nur ein Schild, sondern auch einen Erdblock hält. Einen zweiten Block. Er hält zwei Dinge in seiner rechten und linken Hand. Ich meine, wie kann das sein? In Version 1.0, der Version, in der dieses Video aufgenommen wurde, konnte man nicht zwei Dinge in den Händen halten. Damals gab es ja noch nicht mal Schilder. Sie wurden erst Jahre später in der 1.9 oder so in das Spiel eingeführt. Und trotzdem steht er einfach da mit zwei Dingen in der Hand und einem Schild. Und was machen die anderen Spieler? Sie bemerken es nicht einmal. Warum eigentlich? Ich würde mich sofort erschrecken, wenn ich etwas sehen würde, was es noch gar nicht gibt.
gibt. Ein Schild und dann noch der zweite Gegenstand in der anderen Hand. Das sind Dinge, die einfach zu auffällig sind, als dass man sie übersehen könnte. Sind die wirklich mit dieser Mobfarm so sehr auf das Farmen von EP fokussiert? Und plötzlich, was passiert da? Alles explodiert. Oh mein Gott, sie sterben. Alle? Ja, sie sind alle tot. Sie haben ihre Hardcore-Welt verloren. Sogar Player 13 ist dabei gestorben. Aber wie konnte das passieren? Die Mobs waren doch alle dort gefangen. Hat jemand die Mobfarm etwa manipuliert, sodass sie alle ausbrechen und die Spieler töten konnten? Wie konnte die Farm dabei explodieren? War es ein Creeper? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe zumindest keinen gesehen. Und wenn ihr das schon für verrückt genug haltet, schaut euch die Beschreibung des Videos mal an. Da sind zum einen die Fragezeichen im Titel und dann die Welt, in der sie gespielt haben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob dieser Link noch funktioniert. Aber warum haben sie dann die Welt nochmal hochgeladen? Wahrscheinlich hat Millard die Welt nur hochgeladen, damit die Spieler sie auch später noch spielen können, falls Mojang das Spiel jemals aktualisiert. Wir müssen unbedingt testen, was es mit dieser Welt auf sich hat. Vielleicht gibt es Player 13 ja wirklich. Unser erster Test ist in Version 1.9. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Welt in dieser neueren Version funktioniert, da der Hardcore-Modus in Version 1.0.0 im Jahr 2011 hinzugefügt wurde. Aber Player 13 hatte ein Schild und konnte Dinge mit beiden Händen halten. Beides kam erst mit Version 1.9 ins Spiel, 5 Jahre nach der ersten Version. Ich denke mir, dass das die richtige Version ist, wenn wir wissen wollen, ob Player 13 wirklich existiert und immer noch in dieser Welt ist. Okay, die Hardcore-Welt ist geladen und wir sind im Spiel. Was ist denn hier los? Ich kann mich nicht bewegen. Die Welt stürzt ab. Dann ist das wohl nicht die richtige Version. Diese Welt lässt sich in so einer neuen Version anscheinend nicht öffnen. Aber wie sonst konnte Player 13 diese Dinge bekommen? So, ich bin jetzt wieder auf 1.0.0 umgestiegen. Die Version, in der Hardcore-Modus zum ersten Mal gespielt werden konnte. Das hoffe ich zumindest. Was? Ich habe die Welt gerade erst betreten und bin schon tot? You can't respawn in Hardcore-Mode. Wo ist der Zuschauen-Button? Das war damals im Hardcore-Modus möglich und man konnte ihn im Video des Spielers doch auch sehen. Hat diese Welt in Minecraft nicht mal einen Zuschauer-Modus? Ich kann nicht mal Player 13 finden, wenn wir nicht in die Welt reinkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Und die Lösung ist der NBT Explorer. Das ist ein Programm, mit dem man die gespeicherten Welten von Minecraft ändern kann. Zuerst müssen wir also unsere Hardcore-Welt finden und öffnen. Dazu muss die Datei level.dat in das Programm geladen werden. Hier werden alle Informationen über die Welt und sogar unsere Dateien gespeichert. Hier ist sie, Hardcore 1. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wenn wir diesen Wert hier auf 0 setzen, in den Überlebensmodus gelangen können. Wenn wir also die Welt betreten würden, würden wir auf die Schaltfläche Respawn klicken können, was es uns ermöglichen würde, ganz normal in der Welt zu respawnen, um zu sehen, ob Player 13 wirklich real ist, was es damit auf sich hat, ob es wirklich friedlich oder doch mysteriöser ist, als wir dachten, oder ob alles nur ein Fake ist und die Spieler uns damals reinlegen wollten. Und ja, das ist die Welt im Überlebensmodus. Bitte, bitte, bitte lass mich respawnen. Ja, da ist der Button, der Respawn-Button. Aber was ist das? Warum kann ich mich wieder nicht bewegen? Was ist das denn? Was? Okay, jetzt funktioniert's. Wir können uns bewegen. Das ist also eine der ersten Minecraft-Versionen im Spiel. Die Version 1.0. Und seht euch mal die alte Grafik an. Schauen wir mal, ob das, was Player 13 gemacht hat, in dieser Version überhaupt funktioniert. Wie er versuchen wir nun zwei Gegenstände in der rechten und linken Hand zu halten. Aber nein, das funktioniert nicht. Es gibt kein Feld für die linke Hand. Es gibt nur die Rüstung und die 4 Crafting-Felder. Aber sonst nichts. Keinen Platz für die andere Hand. Das ist also gar nicht möglich. Warum konnte Player 13 den Erdblock und ein Schild halten, das sogar speziell für die Offhand gemacht wurde? Ich weiß es nicht, aber wir befinden uns in der Welt der Spieler und vielleicht finden wir hier einige Antworten. Das ist genau die Welt und Häuser, die Millard und seine Freunde im Video gebaut haben. Und was ist das auf den Truhen? Die Zeichen da? Was sind das für Symbole? Vielleicht, weil die alte Version irgendwie falsch gespeichert oder aktualisiert wurde? Was bedeuten diese Symbole überhaupt? Stehen sie vielleicht für Iron? Ja, Eisen. Und hier steht Junk, was so viel wie Müll bedeutet. Leute, das ist schon seltsam. Schauen wir mal in den Truhen nach, was sie gefarmt haben. Okay, ein Diaschwert. Sehr schön, das nehmen wir mal mit. Und dann lasst uns ein paar Bruchsteine und die Fackeln hier rausnehmen. Denn wer weiß, was noch alles passieren wird. Wenn die Vermutungen stimmen und er immer noch hier ist, dann möchte ich so gut wie möglich ausgerüstet sein. Wir sind bereit, loszulegen. Wenn uns also irgendwas oder irgendjemand hier angreift, sind wir bewaffnet und können uns verteidigen. Was gibt es hier noch? Ich kann kaum glauben, dass der Boden des Hauses nur aus Gras besteht. Wieso?
lol. Okay, und hier ist das Schlafzimmer. Warum haben sie Betten, wenn sie nicht wieder respawnen können? Obwohl, das macht eigentlich schon Sinn. So müssen sie nicht spielen und können die Zeit von Nacht wieder zu Tag ändern. Aber Moment mal, waren es nicht mit Player 13 5 Spieler? Warum gibt es dann hier nur 4 Betten? Was? Hinter dieser Tür soll das Bett von Player 13 sein. Warum wurde er von den anderen getrennt und hat sein eigenes Schlafzimmer? Ich meine, in diesem Zimmer ist doch genug Platz für alle. Aber okay, sehen wir uns das Zimmer mal von innen an. Was ist das denn? Was machen diese ganzen Rahmen an den Wänden? Das ist ein Schlafzimmer. Aber wo ist dann das Bett? Und was ist mit den Symbolen auf den Schildern? Was bedeuten die? Alles, was in diesem Raum steht, ist diese Truhe. Was für ein Schlafzimmer soll das sein? Wartet mal, das ist doch keine normale Truhe. Das ist eine Redstone-Truhe. Eine Falle. Wir dürfen sie unter keinen Umständen öffnen. War das Player 13, der diese Falle aufgestellt hat? Und er ist wahrscheinlich auch derjenige gewesen, der die Mob-Farm manipuliert hat, damit die Mobs ausbrechen und alle Spieler töten konnten. Wo wir gerade schon dabei sind, wo ist die Mob-Farm hier überhaupt? Ist sie vielleicht hier? Das ist doch die Küche, oder? Nein, hier gibt's nichts. Hier sind nur Falltüren. Ist das ein Belüftungssystem oder ein Lagerraum? Da kann man sich auch nicht runtersneaken, weil dieses Feature kam ja erst Jahre später ins Spiel. Oh, da drüben. Ich erinnere mich, dass die Spieler in einem Video einen Tunnel zu einem Raum gebaut haben, in dem sie dann die Mob-Farm errichtet haben. Dorthin müssen wir also gehen. Wartet mal, ich kann die Zombies schon hören. Ich glaube, die Mob-Farm ist hinter dieser Eisentür. Das bedeutet, dass Player 13 hier irgendwo sein muss. Ist er vielleicht direkt hinter dieser Tür? Oh Gott, Leute. Okay, lasst uns die Tür öffnen. Oh mein Gott, da ist ein Zombie. Mehrere Zombies. Die sind alle hier. Und auch die Gegenstände der Spieler, die gestorben sind. Also wenn Player 13 tatsächlich hier war, ein Schild in der Hand hatte und dann gestorben ist, müsste es doch hier irgendwo herumliegen. Aber da ist nichts in meinem Inventar. Es gibt hier kein Schild. Hier gibt es gar nichts. Aber er hat definitiv ein Schild in den Händen gehalten. Das haben wir alle gesehen. Ich verstehe das nicht. Warum ist es dann nicht hier? Oh Mann, ich werde sterben, wenn ich hier noch länger bleibe. Schnell weg hier. Schnell, schnell. Moment, was ist das denn? Da ist kein Knopf. Hilfe! Warum gibt es denn keinen Knopf auf der Innenseite, um sich vor den Zombies in Sicherheit zu bringen? Oh nein! Ah, nochmal! Oh Gott, Hilfe! Jetzt durch! Oh Mann, wir sind draußen. Das war so knapp, Leute. Das war so knapp. Wir wären fast gestorben. Wie kann man einen Raum mit einer Mob-Farm darin bauen, mit einer Eisentür und dann keinen Knopf an der Innenseite anbringen, um wieder rauszukommen? Warum war da kein Knopf angebracht? Oder hat ihn vielleicht jemand entfernt? Das kann doch gar nicht sein. Wartet, Leute. Ich bin mir sicher, dass auf den Schildern an den Truhen vorher auch komische Symbole waren. Aber jetzt haben sie sich verändert. Vorhin konnte man noch ein bisschen lesen, was auf den Schildern stand. Jetzt kann man da gar nichts mehr drauf erkennen. Was sind das für Symbole? Haben sich die Zeichen von vorher zu jetzt verändert? Leute, spult mal zurück und schaut nach. Was hat sich sonst noch verändert? Gibt es hier noch irgendetwas? Oh, was ist mit den Betten? Was ist mit denen passiert? Sie glitschen herum. Was? Wie ist das möglich? Warum sind sie so kaputt? Es sind sogar anscheinend richtige Blöcke, weil wir über sie laufen können, sehen aber nicht danach aus. Wartet, was? Das Geräusch. Werden die Zombies gerade umgebracht? Waren das die Geräusche der Zombies, die uns vorhin bei der Mob-Farm angegriffen haben? Sterben die gerade? Wieso? Seit wann ist das möglich? Es sei denn, sie sterben, weil jemand oder etwas sie gerade umbringt. Etwas stimmt nicht mit diesen Weltdateien. Also habe ich mir sie nochmal angesehen, um den Auslöser für die seltsamen Dinge zu finden, die wir gerade erlebt haben. Vielleicht gibt es hier eine Datei, die manipuliert wurde, denn Millards Welt ist keine normale. Aber nein, ich konnte nichts finden. Die Welt scheint eine ganz normale zu sein. Waren Millards Videos also irgendwie gefaked? Wollte er uns nur reinlegen? Nein, das kann doch eigentlich nicht sein. Wir haben gesehen, wie sich die Zeichen auf den Truhen verändert haben. Die Betten, das Zimmer von Player 13 und dann die Mob-Farm und schließlich die Mobs, die plötzlich von etwas umgebracht wurden. Moment, Leute, was ist mit dem Player-Data-Ordner? Hier muss doch ein Hinweis versteckt sein. Für diejenigen, die es nicht wissen, jeder Minecraft-Spieler hat eine persönliche Benutzererkennung, die UUID. Kein Spieler hat die gleichen Daten. Meine ist diese Nummer hier. Und ihr könnt sehen, dass ich es war, denn sie wurde genau heute geändert. Die anderen UUID-Dateien der anderen Spieler in dieser Welt, also Millard und seine Freunde, wurden alle im Jahr 2011 erstellt und dort auch zuletzt geändert. Sie wurden also seit über einem Jahrzehnt nicht mehr angefasst. Sie stammen alle aus dem Jahr 2011, außer denen von uns. Moment, kannst du das sehen? Es gibt hier noch andere Dateien, die
die ebenfalls heute geändert wurden. Leute, diese Spielerdateien wurden heute verändert, zur gleichen Zeit wie meine, als ich im Spiel war. Aber niemand sonst war doch auf meinem Server. Es war nicht mein Server, es war ja eine Einzelspielerwelt. Wie sollte also irgendjemand oder irgendetwas in der Lage sein, der Welt beizutreten? Das ist doch gar nicht möglich. Es sei denn, es sind Player 13 Spielerdateien. Und wenn die Datei heute verändert wurde, das ergibt doch keinen Sinn. Wie können die Dateien des Spielers geändert werden, wenn ich der Einzige bin, der online war? Er ist doch nicht in der Welt gewesen. Wir müssen hier etwas übersehen haben. Und es könnte sein, dass es vielleicht die Falltüren waren, die wir vorhin in der Küche gesehen haben. Warum sonst wurden sie hier angebracht? Moment, vorhin dachte ich, es sei so etwas wie ein Belüftungssystem. Aber das hier ist doch so etwas wie eine versteckte Tür. Man kann hier einfach durchgehen und in einen anderen Raum gehen? Ist das etwa ein Geheimraum? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Hier stehen ein Tisch und ein Stuhl und hier steht sogar eine Truhe. Da, ein Buch. Da ist ein Buch, Leute, geschrieben von Millard. Von demjenigen, der die Videos gemacht hat. Damals im Jahr 2011. Das ist seine Welt. Dieses Buch kann jetzt etwas völlig Sinnloses sein oder etwas, das uns alle Antworten gibt, die wir brauchen. Oh Mann, Leute, ich bin so aufgeregt. Schlagen wir es auf. Was steht da? Okay, ich übersetze mal. Dieser Player 13 Typ ist so seltsam. Wirklich seltsam. Ich weiß nicht, warum die anderen das nicht sehen. Als ob. Was steht auf der zweiten Seite? Ich dachte, es würde Spaß machen, mit einem anderen Spieler zu spielen. Aber er ist einfach. Vielleicht denke ich auch nur zu viel darüber nach. Aber ich werde ihn wahrscheinlich morgen kicken. Wir müssen auch darauf achten, dass wir die Truhe in seinem Zimmer nicht öffnen. Er wird sonst aus irgendeinem Grund böse. Millard ist also auch der Meinung, dass sich Player 13 seltsam verhält. Er wollte ihn sogar vom Server schmeißen. So schlimm war es anscheinend. Und er erwähnt auch die Truhe in Player 13s Zimmer. Das kann nur eines bedeuten. Diese Truhe ist keine Falle, sondern der Eingang zu der geheimen Basis von Player 13. Er hat sein Versteck getan, weil er nicht will, dass es jemand findet. Diese Truhe ist keine Falle. Und wenn doch, springen wir sicherheitshalber auf sie, bevor wir sie öffnen. Wenn wir uns irren und es dann doch eine Falle ist, sind wir wenigstens oben auf der Truhe sicher. Aber ich bin mir sicher, dass das seine geheime Basis ist. Und wir öffnen sie in 3, 2, 1. Wir haben sie geöffnet, aber nichts passiert. Das hat nicht geklappt. Ist das wirklich nur eine leere Truhe? Moment, was war das? Ein Kolben? Was? Der Boden hat sich geöffnet. Ich wusste es. Es ist keine Falle. Ich hab's doch gewusst, Leute. Das muss die geheime Basis von Player 13 sein. Puh, ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Sollen wir unser Schwert nehmen? Ja, besser ist das. Lasst uns reingehen. Was zum Teufel ist hier los? Was ist das hier für ein Ort? Was ist in dem Rahmen? Moment, Leute, diese Gegenstände. Es ist unmöglich, dass sie in Version 1.0 existieren. Eine Chorusfrucht, Elytren, ein Enderdrachenkopf und ein Enderkristall? Die gab es damals doch noch gar nicht. Und da, das Schild. Das sind alles Gegenstände aus Version 1.9. Wie können sie also alle hier sein? Das ist doch eine viel frühere Version. Die Version 1.0. Stopp, Moment. Wenn ich die Items aus dem Rahmen nehme, verschwinden sie dann? Leute, seht mal, sie sind plötzlich alle weg. Sie verschwinden einfach aus meinem Inventar. Wo sind sie hin? Okay, vielleicht macht es ja Sinn, dass sie verschwinden, weil es sie in dieser Version noch gar nicht gibt. Aber wie konnte Player 13 sie überhaupt erst bekommen? Und was ist das? Das ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. Ist das etwa Player 13? Nein, oder? Sonst hätte er ein Namensschild. Ist das eine Statue? Sieht ziemlich gruselig aus. Warum ist die so dunkel? Und warum hat Player 13 rote Augen? Ist dieses Ding etwa gefährlich? Boah, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich es ansehe. Aber es muss eine Art Statue sein, weil sie bewegt sich überhaupt nicht. Es bewegt sich doch. Hilfe, das ist er doch. Das ist er. Das muss Player 13 sein. Hilfe. Oh nein, nein. Aua. Ah, das tut weh. Weg von mir. Lass mich in Ruhe. Das Schwert. Schnell. Wir haben es fast geschafft. Wie stark ist der? Puh.
Puh, er ist tot. Mann, was war das denn? Wir hätten ihn, glaube ich, nicht töten sollen, oder? Wir hätten ihn, ich weiß nicht, ihn vielleicht gefangen halten und ihn über die Hardcore-Welt befragen sollen? Oh Mann, oh mein Gott, er schreibt etwas. Hallo, ist der nicht gerade gestorben? Ich habe ihn doch umgebracht, ihr habt's gesehen. Er sollte nicht so schnell wieder respawnen können. Aber er hat es offensichtlich, wenn er im Chat schreiben kann. Versucht er mit mir zu kommunizieren? Versucht er mit mir zu reden? Was? Er will mein Blut? Moment, Leute. Meine Herzen. Wir sind im Hardcore-Modus. Wie kann das sein? Wir sind gerade doch in den Überlebensmodus gegangen. Zuvor waren es ganz normale Herzen. Aber jetzt? Was ist denn hier los? Wie kann er mir schreiben? Es ist eine Kreatur oder etwas anderes aus dem Jahr 2011, das ich gerade getötet habe und es schreibt mir? Und obendrein haben wir plötzlich in den Hardcore-Modus gewechselt. Wie kann er dann wieder respawnen? Was ist passiert? Player 13 muss doch ein Spieler sein, oder? Aber wir sind doch in einer Einzelspielerwelt. Wartet, wir können herausfinden, wo er wohnt. Wie wäre es, wenn wir ihn dazu bringen, uns seine IP-Adresse zu schicken, damit wir herausfinden können, wo er sich auf der Welt befindet? Okay, der Link ist erstellt. Dann kopieren wir ihn in den Chat und schreiben etwas wie, ich hab dich gefunden und weiß, wer du bist. Vielleicht klickt er drauf und wir können mehr über ihn herausfinden. Yes, das hat geklappt. Wenn er jetzt denkt, dass er entlarvt wurde, wird er auf den Link klicken. Darauf muss er anspringen. Oh ja, wir haben ihn. Er hat auf den Link geklickt. Jetzt schnell. Wir müssen einen IP-Adressen-Finder öffnen und die IP-Adresse hineinkopieren. Wir müssen unbedingt herausfinden, ob es sich um eine echte Person handelt oder nur um etwas, das in der Minecraft-Welt lebt. Selbst wenn die Dateien normal aussahen, könnte es doch sein, dass er etwas in den Code eingebaut hat, damit er dort weiterleben kann. Oder ist das etwas ganz anderes? Wir müssen herausfinden, ob Player 13 wirklich existiert. Okay, kopieren wir die IP-Adressen hierher und finden heraus, wo er sich in der Welt befindet. Ich kann gar nicht glauben, dass er wirklich draufgeklickt hat und wir jetzt seine IP haben. Natürlich zensieren wir hier alles, damit wir, falls es sich wirklich um eine echte Person handelt, diese nicht einfach doxen. Warte, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass dieser Pfeil in die Mitte des Pazifiks zeigt? Wie ist das überhaupt möglich? Es gibt da noch nicht mal eine Insel oder Internet oder Menschen. Es ist nur ein Pfeil, der ins Wasser zeigt. Ist Player 13 etwa auf einem Boot? Aber dann lebt er doch über ein Jahrzehnt auf einem Boot. Wie kann das sein? Das ist doch Quatsch. Vielleicht war es ein Fehler? Okay, lass das uns nochmal versuchen und seine IP erneut verfolgen. Habe ich sie vielleicht falsch reinkopiert? Nein, das ist die richtige IP. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Hä? Was ist hier los? Was passiert hier? Das kann nicht sein. Die Orte, sie ändern sich ständig. Oh mein Gott, was? Die IP ändert sich immer und immer wieder. Das hilft uns nicht weiter. Die IP von Player 13 ist also fake. Er hat uns absichtlich eine unechte IP-Adresse gegeben, weil er anscheinend wusste, dass wir nach ihm suchen. Und deshalb funktioniert die IP-Adresse auch nicht. Wir müssen sofort zurück zu Minecraft wechseln, um mehr über ihn herauszufinden. Moment, was? Ich kann mich wieder nicht bewegen. Egal, wie sehr ich versuche, nach vorne zu laufen, ich bleib stehen. Ich kann nur meinen Kopf bewegen. Danke für was denn? Da ist er. Er kommt. Hilfe, da ist Player 13. Hilfe, helft mir, Leute. Ah, er hat mich umgebracht. Hilfe!